Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Grim Tales 3. Gefährliche Wünsche, wo da links an der Wand ein schönes Bild von Luisa zu sehen ist und wir jetzt endlich die Treppe in der Küche emporsteigen konnten, um mal zu gucken, was hier oben eigentlich so abgeht. Hier haben wir eine Lampe, natürlich kaputt. Jemand war mit dieser Lampe nicht sehr vorsichtig. Nun muss ich einen neuen Stecker suchen, denn ich bin gleichzeitig auch Elektriker. Was mit der Schublade? Die Schublade ist zugeschraubt. Braucht man einen Schraubenzieher. Den haben wir aber. Ein Kristall. Wo braucht man denn ein Kristall für? Das haben wir auch schon irgendwo gesehen. Meine ich. Das kriegen wir hin. So, was haben wir hier noch? Eine Tür. Ich könnte bis zum Samt-Nimmerleins-Tag stehen, doch die Tür geht erst mit einer Klinke auf. Hier nur noch die Katze. Einfach ins Loch prokeln, passt schon. Gut, dann erstmal. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Was zur Hölle ist denn das? Oh Gott, nein! Und vor allem, da steht noch Wasser in der Badewanne, ja? Die Treppe, was weiß ich, wie lange schon gesperrt, ist nicht mehr zu benutzen, ja, nicht betreten und sonst was. Aber hier oben steht natürlich noch Wasser in der Badewanne. Ja, aber es, offensichtlich hat Luisa ja als letztes gebadet hier, ne? Sieht man ja. Oh Gott, ach du. Oh nee, ne? Okay, das ist krass. Das ist wirklich krass hier. Vor allem hier, der Socken, der wird auch wunderbar trocken, ne, wenn er da so hängt. Definitiv. Irgendwas stimmt mit dem Ton nicht. Hört ihr das? Das Knacken? Oh, wir kriegen hier die Türklinke. Hm, natürlich. Weil, wo sollte die auch sonst sein? Macht total Sinn. So, da ist ein Fisch. Ein Schiff. Das soll wahrscheinlich das Ding hier sein, ne? Ohne Segel kommt dieses Schiff nicht weit. Na gut, das Segel ist da. Aber das Schiff auch schon mal weg. Der Ring ist bestimmt irgendwo drin. Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Da ist die Muschel. Da ist das Rasiermesser. Das haben wir dann auch schon mal weg. Krawatte hängt ins Wasser runter, natürlich. Der Schwan hinten am Fenster. Oh, das mit dem Sound, das irritiert mich total. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt nur hier habe oder ob das in der fertigen Aufnahme dann auch ist, aber es ist auf jeden Fall total scheiße. Hier, der Frosch versteckt sich da oben. Auch nicht schlecht. Brauchen wir ein Herz? Brauchen wir natürlich nicht. Da ist auf jeden Fall die Türklinke, die, also eigentlich wären wir jetzt fertig, ja? Wir hätten jetzt in diesem ganzen Durcheinander die Türklinke gefunden, können jetzt wieder zurück und die Tür aufmachen. Aber nein! Wir müssen ja erst fertig machen hier. Die Schwimmbrille, natürlich unter Wasser, wo auch sonst. Ah, den Ring müssen wir uns erst basteln, ich habe hier nämlich einen Diamanten. Und da ist die Fassung dafür. Da bin ich ja quasi fassungslos. Unter der Badewanne. Oh nein. Oh. Unter der Badewanne funkelt etwas. Ich sollte hier doch besser erst für etwas Licht sorgen. Nimm doch einfach die Katze. Okay. Wir brauchen also eine Lampe. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank können wir das Klo nicht untersuchen. Ja, ich glaube, die Anblicke, die ich da haben würde, die würden mich fürs Leben traumatisieren. Wenn ich den Rest der Bude hier so angucke. Dahinter ist ein sonnenförmiges Medaillon. Wenn ich etwas hätte, um Glas zu zerschneiden,
würde ich vielleicht herankommen. Ja, oder du könntest einfach den Schrank öffnen. Das ist ja wahrscheinlich wieder zu viel verlangt. Ja, mit Diamanten schneidet man Glas. Das kennt man aus jedem Hollywood-Film. Und wir haben ein Sonnenmedaillon. Können wir damit irgendwas anfangen? Ich habe das Gefühl, das ruckelt irgendwie ein bisschen, ne? Ist total komisch. Ich mache auch echt drei Kreuze, wenn wir mit Grimtales 3 fertig sind. Also hier mit dem Hauptspiel und mit dem Bonuskapitel. Und dann mit Grimtales 4 weitermachen, weil für Grimtales 4 kann ich dann tatsächlich vom Laptop auf den PC umsteigen, jetzt da ich wieder Internet habe. Und dann, das sollte die Performance insgesamt auch ein bisschen verbessern. Ja, wobei ich es total schockierend finde, dass man die Performance bei einem Wimmelbildspiel überhaupt verbessern muss. So, was haben wir hier? Dachboden. Ja, wohl den kürzeren Zug, wenn Gray und Brandon hier spielten. Was für ein Spielzimmer. Brandon muss hier oben viel Zeit verbracht haben. Oh, eine Nachricht. Hoffen. Jeder sollte hoffen, dass selbst eine einfache Zeichnung Wirklichkeit werden kann. Ein Transformationskasten? Die gibt es wirklich? Was zur Hölle ist ein Transformationskasten? Warum weißt du, was sowas ist? Ja, kann einfach alles. Ja, Tante Gray kann einfach alles. Ein Rubin, der hier einfach so zwischen den Murmeln zwischenliegt. Okay, dann können wir die Lampe reparieren. Ich glaube, wir werden uns hier oben noch eine Weile rumtreiben, wa? Luisas alter Schminktisch. Unglaublich, sie hat ihn all die Jahre aufbewahrt. Ja, vergammelt hier irgendwo in der letzten Ecke in einem Raum, der keine Klinke mehr hat und den man auch nur erreichen kann, wenn man die verschimmelte Treppe repariert. Also hat ihr wirklich viel bedeutet. Definitiv. Ja, genau so macht man das. Man legt das einfach aneinander und dann funktioniert das wieder. Ich muss nochmal unter die Badewanne, obwohl ich das eigentlich gar nicht will. Was ist das denn? Ein Kapitän. War das in diesem Spiel, dass wir hier irgendwo so ein Bild hatten mit, von so einem Schiff? Mit einer Aussparung in Form eines Kapitäns? Und den Pumpengriff haben wir. Schön. Hier oben sind wir tatsächlich fertig, oder? Na ja, gut, ich meine, wir haben hier diese drei Sachen, mit denen wir... Ach ne, der Transformationskasten ist hier dann noch. Okay. Sieh dir das magische Kästchen näher an. Wo war jetzt die Pumpe? Die Pumpe war beim Wasserfall, oder? Ich kann damit nicht interagieren. Oh, das nervt total mit dem Sound. Hört ihr das? Das ist furchtbar. Nur ein Edelstein einer bestimmten Form. Ein Mondstein zum Beispiel. What? Plötzlich bejewelt. Vertausche benachbarte Steine, um drei oder mehr zu horizontalen oder vertikalen Gruppen zu verbinden. Bilde die unten angezeigte Anzahl von Gruppen. Guck mal, wie können wir da benachbarte Steine vertauschen? Okay, wir brauchen die weißen Gruppen. Oh Gott, das könnte ein bisschen dauern. Aber wir haben hier kein Zeitlimit, wenn ich das richtig sehe. Ah, ich habe es immer wieder von Bejeweled gehört, aber ich habe es ehrlich gesagt selber nie gespielt. Aber so grundlegend ist das Prinzip ja nicht weiter schwierig, ne?
Aber, das könnte ein bisschen dauern, bis ich die Weißen hier zusammen habe. Ah, schön. Dann haben wir gleich die nächste weiße Gruppe. Wir brauchen trotzdem noch so viele. Verdammt, ey. Ich finde es gut, dass wir hier kein Limit haben, wie schnell wir den Scheiß fertig haben müssen. Okay, das ist jetzt ein bisschen sehr abgestürzt gerade. Hätte man was draus machen können sonst. Das Gute ist, dass es immer irgendwelche Möglichkeiten gibt hier, ne? Oh Gott, dann müssen wir das bestimmt bei den anderen Steinen auch machen, oder? Ich meine, es ist ja nicht schwer, es dauert halt einfach, ne? Es sei denn, wir kommen hier irgendwann an einen Punkt, wo es einfach nicht mehr weitergeht. Ich bin blind. Da ist was. Ich möchte eigentlich immer lieber irgendwo weiter unten was auflösen. Weil das die Chancen erhöht, an die Weißen zu kommen. So, da haben wir wieder eine weiße Gruppe. Da haben wir eine grüne. Zack. Wunderbar, da haben wir wieder eine weiße. So muss das laufen hier. Wenn ich das hier mal weiter runterkriegen würde, ne? Einen blauen hinkriegen könnten oder sowas, keine Ahnung. Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Das könnte etwas dauern, wir brauchen immer noch 7. Und hier sind so viele Weiße und ich krieg die einfach nicht zusammen. Das ist furchtbar. Oh. Das hat gut geklappt. So. Oh, hier, guck mal, die sind so dicht beieinander. Muss ja auch mal was klappen. Oh, da hat sich schon wieder eine weiße Gruppe geformt gehabt. Sehr schöne Sache. Manchmal sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht, habe ich das Gefühl. So funktioniert nicht, ne? Ne, schade. Leider nicht. Leider nicht. Aber so funktioniert's. Wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben, dann läuft's hier richtig. Hätte ja sein können. So, hier gleich der nächste Edelstein. Machen wir weiter. Diesmal brauchen wir Rot. Diesmal brauchen wir Rot. So, aber ich habe ja die Grundprämisse, habe ich ja verstanden. Bin ja nicht ganz doof. Nehmen wir jetzt einfach zu, dass wir Rot hier zusammenkriegen. Dass wir Rot hier zusammenkriegen. Wow. Das geht ja hier teilweise echt Schlag auf Schlag. Machen wir den Roten hier mal etwas runter. Können wir dann nicht gleich die nächste Dreiergruppe bilden. Das ist frech hier oben gerade.
Na, es geht aber. Es geht aber. Wir machen Fortschritte. Ist jetzt nicht so super spannend, sich das anzugucken, ich weiß, aber was soll ich machen? Ja, es gehört ja zum Spiel dazu und ich habe... Ich wollte gerade sagen, ich habe mir gerade eine Dreiergruppe selber versaut, aber nein, ich konnte es noch retten. Durch Zufallsgenerator. So, machen wir mal darüber. Hier unten mal irgendwas hinkriegen könnten, ne? Irgendwas Rotes, aber da müssten wir uns ja hier durch die gesamte Ladung durcharbeiten. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. So, da kommen jetzt rote Steinchen, aber die sind natürlich wieder in der falschen Etage. Und bringen uns nicht weiter. Und wenn ich hier oft genug jetzt irgendwelche Farben lösche, kommt irgendwann wahrscheinlich hier wieder ein roter Stein angekullert. Da kann ich noch was machen. Toll. Ich meine, yay, aber toll. Wir haben hier oben noch so viele rote Steine, da müssen wir doch irgendwas mit machen können. Toll. Da baue ich mich gerade wieder selber, oder? Oh, dann nur noch zwei. Das ist doch. Manchmal habe ich echt Angst, dass ich mich hier selber irgendwie verbaut habe. Das zählte als zwei Gruppen, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, und hier natürlich... Der Kristall? Nein. Er fehlt uns echt noch der letzte blöde Edelstein. Das ist ja... Na, super. Oh, warte mal. Wenn ich die Luke öffne, lässt das Sonnenlicht herein. Juhu. Den haben wir auf jeden Fall noch nicht gefunden. Oh. Jetzt habe ich das Buch natürlich nicht gelesen, ne? Scheiße. Was mache ich mit diesen ganzen Kristallen? Da haben wir jetzt vier Stück von schon. Na gut, was sagt denn die Karte? Was war noch hier irgendwo? Hier gibt es echt noch zwei Areale, die wir nicht betreten haben. Guck mal. Öffne die geheime Nische an der Wand. Ja, okay. Okay, was haben wir hier noch? Öffne die geheime Nische an der Wand. Gut, haben wir zumindest eine der beiden Figuren schon mal. Wir brauchen aber den anderen hier noch. Die andere Seemannsfigur. Ergo kommen wir später wieder. Bewege den Kolben mit viel Druck. So, das ist das, wo ich irgendwie nicht mit interagieren kann hier, ne? Guck dir das an. Ich hoffe, das ist kein Glitch. Lege die Kristalle auf den Tisch im Haus des Dämons. Aber einer fehlt noch. Ja klar, hinter der letzten Statue da, ne? Ist klar, dass das noch fehlt. Repariere die Pumpe.
Pumpe schon mal mitgenommen. Öffne das Kästchen. Mit einem Anker, den wir auch nicht haben. Öffne das Kästchen in der Küchenschublade. Brauchen wir einen Mond für, aber auch einen Alter. Jetzt wird es langsam etwas räudig. Sieh dir das magische Kästchen genauer an. Wenn man eine Zeichnung in einen Transformationskasten legt, wird sie zu einem echten Objekt. Mhm. Klar. Okay, gib mir einen Tipp. Ich denke, dass der Kolben feststeckt. Locke ihn mithilfe des roten Pumpenmechanismus am Wasserfall. Ah. Okay. Ach, und da ist der. Ah, da ist der letzte Kristall. Was ist denn dann hinter der. Hinter dem letzten Bejeweled-Spiel? Ehrlich gesagt habe ich da gerade ein Minigame erwartet. Gut. Spielen wir also Bejeweled. Diesmal müssen wir die grünen knacken. Und zwar auch wieder 15 Stück. Das kriegen wir ja wohl hin. Ist das schlimm, dass ich hier überhaupt nicht auf irgendwelche Kombos oder sowas achte, sondern einfach nur drauf losspiele? Das hat sich gelohnt. Feuerfrei. So. Da ist wieder einer. Da hätten wir was, da hätten wir was. Ich darf nicht vergessen, dass ich tatsächlich nach den Grünen suche, ne? Die sollte ich so ein bisschen Priorität legen hier. Aber nur ein bisschen. Hier den darüber. Dann nehme ich den Grünen darunter. Das war doch gut, oder? Es sah fast so aus, als wäre das Absicht gewesen. Das war am liebsten in 1 gelöst jetzt, aber das ging auch noch. Das war dämlich. Das war echt dämlich. Scheiße, war das dämlich. Da oben bahnt sich wieder was an. Da haben wir auch noch eins. Sollen wir hier einmal richtig Bumm machen? Richtig Bumm machen. So, einmal noch, das werde ich ja jetzt wohl hinkriegen, oder? Das werde ich ja wohl jetzt hier noch irgendwie hinkriegen. Und fertig. Wow, hat sich gelohnt.